Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Die Energiewirtschaft der Zukunft. Ich begrüße heute Christian Schepers. Er ist Gewerbekundenbetreuer bei DEW 21. Herzlich willkommen, Herr Schepers. Es freut mich, dass Sie den Weg hier zu uns gefunden haben. Dankeschön. Ich habe es gesagt, wir sprechen heute über Gewerbekunden. Ja. Mich würde interessieren, womit beschäftigen sich Gewerbekundenbetreuer überhaupt? Also das größte Thema im Moment, was uns alle umtreibt und beschäftigt, ist ganz klar der Smart Meter Rollout. Das ist das nächste große Projekt, was für alle Stadtwerke ansteht und deswegen investieren wir sehr viel Energie in dieses Thema. Und was macht Gewerbekunden so besonders interessant für Stadtwerke? Gewerbekunden sind eine loyale und lukrative Kundengruppe. Und das hat natürlich auch der Wettbewerb erkannt, jetzt nachdem der RLM-Markt eigentlich komplett erschlossen ist von unseren Mitbewerbern und die natürlich auch merken, mit dem Smart Meter Rollout ergeben sich da für Wettbewerber Möglichkeiten und gerade deswegen ist das ein sehr, sehr wichtiges und interessantes Kundenklientel. Und eine Einschätzungsfrage, wie sieht denn Ihrer Meinung nach die Gewerbekundenbetreuung der Zukunft aus? Auf jeden Fall eine persönliche Betreuung vor Ort, das ist ganz wichtig, den Kunden tatsächlich genau da abzuholen, wo seine Probleme, seine Herausforderungen sind. Also das ist wichtig, also den Kunden ganzheitlich betrachten und auch betreuen. Also es darf nicht so sein, dass ich zu einem Gewerbekunden hinkomme und ihm einfach nur sage, was für ein Produkt ich habe und was ich ihm anbiete, sondern aus unserer Sicht ist es so, wir beschäftigen uns mit dem Gewerbekunden, wir setzen uns mit seinen Herausforderungen auseinander und schauen, ob wir als Stadtwerk ihn dann unterstützen können, diese Herausforderung zu stemmen. Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese interessanten Einschätzungen und Informationen, die Sie uns geliefert haben. Vielen Dank. Und wenn Sie Interesse an einem anderen Thema haben, klicken Sie doch einfach mal in unseren YouTube-Kanal und schauen sich ein anderes Thema an. Oder wählen Sie sich auf unsere Internetseite ein. Unter www.asef.de finden Sie viele interessante Themen.